Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ja, Herr Witzel, das wird nicht weiter so funktionieren. Die Frage hochjatzen und in den alten Wahlkampfmodus zurückfallen und dann aber hier nicht liefern, das funktioniert eben nicht. Und das, was Sie gerade bravourös gemacht haben, ist Ihrer Schulministerin den Teppich unter den Füßen wegziehen. Denn die verlautbart inzwischen in Veranstaltungen etwas anders. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Ich habe auch ein bisschen differenzierte Töne zwischen Herrn Obtendrenk und Herrn Witzel wahrgenommen, wie das denn ist. Wir wissen nichts. Wir wissen nichts. Wir wissen nicht was. Wir wissen nicht wann. Und wir wissen auch nicht für wen. Da sollte man doch mal sehr genau hinschauen und hinhören zu dem, was Herr Witzel hier gerade von sich gegeben hat. Das sah sehr nach einer sehr interessanten Differenzierung aus. Da werden wir mal genau hinschauen, was da kommt. Und Herr Obtendrenk, ich hätte mir gerne von Ihnen gewünscht, es etwas konkreter zu machen. Ich bin nicht der Ansicht, dass man in der Tat dieses große Paket, Herr Ott hat davon gesprochen, welche Regelungsbedarfe da sind, die werden auch wohl allgemein zugestanden, so habe ich das hier vernommen. Aber wie es denn angefasst werden soll, und ich erwarte nicht, dass es über Nacht passiert, aber dass wir konkret einen Plan dazu haben, wann was angefasst wird. Und ich bin auch dem Kollegen Ott dankbar. Er hat deutlich gemacht, welches Ringen es unter Rot-Grün gegeben hat. Ich hätte mir in der Tat gewünscht, dass in dieser Regierungszeit der SPD-geführte Finanzminister in dieser Frage auch Zustimmung signalisiert hätte. Dann wären wir einen Schritt weitergegeben. Die Notwendigkeiten haben bestanden. So viel zu der Frage der Selbstreflexion. Ja, das ist wichtig und genau zu sagen. Aber es ist genauso falsch zu sagen, dass nichts passiert ist. Denn der Bildungshaushalt ist auf 17,8 Milliarden Euro aufgestockt worden in der Regierungszeit. Vergessen Sie bitte auch nicht die 2 Milliarden zum Thema Gute Schule 2020. Das ist gerade besonders wichtig, wenn wir uns noch mal die Ausgaben pro Schüler und Schülerin anschauen. Beim letzten Bildungsmonitoring, da ist nämlich der letzte Aufwuchs noch gar nicht drin. Und, ach ja, Herr Witzel, Sie wollen es aber doch nicht abschaffen, ja? Sie wollen es nicht den Kommunen entziehen, das habe ich nicht gehört. Das, was Sie hier wieder populistisch in die eine Richtung schieben, das wird in den Kommunen gebraucht. Es ist gut, dass das so ist. Ich habe Frau Gebauer, ich habe Herrn Löttgen, alle anderen vernommen, dass es weitergeführt werden wird, auch vom Finanzminister. Nichts anderes, als dass wir überlegen sogar, Sie überlegen sogar, dass das Programm flexibilisiert, gegebenenfalls gestreckt werden soll. Das ist was in der Nachfrage geben muss. Also, Herr Witzel, machen Sie doch diesen Kram hier nicht. Das trägt überhaupt nicht durch. So, dann will ich aber noch was zu dem Gesetzentwurf sagen. Wir werden den ja noch intensiv beraten. Lieber Kollege Jochen Ott, wahrscheinlich war es eine Vision, die da noch mitgewirkt hat, wenn da jetzt in dem Entwurf steht, Gesetzentwurf der Landesregierung. Also das zeigt ja nur, dass Rot-Grün schon so vorgedacht hat, dass dann, also diesen Textbaustein dann zu verwenden. Wir nehmen es mal als Vorlage, dass die jetzige Landesregierung das sich zu eigen macht und dann auch wirklich zu ihrem Entwurf macht. Das Zweite ist, dass in der Tat, ich glaube, da haben Sie nicht richtig geschaut, Herr Obtendrenk, die Formulierung, die hier getroffen ist, die ist in der Tat so, dass alle Lehrkräfte unabhängig vom Lehramt dann in der 13 eingruppiert werden. Allerdings, was der SPD unterlaufen ist, die Konrektoren sind leider noch immer noch bei A12. Das werden wir aber auch nachvollziehen, weil das sind ja noch andere Dinge. Und da hat Herr Obtendrenk recht, wir müssen über eine Dienstrechtsreform miteinander reden. Wir müssen auch über die Fachlehrkräfte in den Förderschulen miteinander reden. Die sind hier noch nicht benannt worden. Auch das ist ein Regelungsbedarf. Und wenn wir das jetzt parallel mitmachen wollen, Dienstrechtsreform angehen, dann ist dieser Gesetzentwurf eine gute Grundlage, das genauso zu diskutieren. Sie werden sich auf jeden Fall nicht einen schlanken Fuß machen können und zu sagen, das ist in Rot-Grün alles nicht passiert und wir haben hier Wolke 7. Und die ist undurchsichtig und man weiß nicht, was kommt. Also Sie bringen Ihre Ministerin in eine ziemlich dumme Situation, weil die eigentlich schon fröhlich verkündet hat, dass es jetzt was gibt. Herr Löttgen im VBE-Forum, der freundlicherweise den Part übernommen hatte, weil die Kollegin Korte feststeckte. Ich fand das toll, dass Sie dann gleich gesagt haben, ich bin so flexibel und ich sage, da kommt was für die Grundschullehrkräfte, das ist wichtig. Und ich habe es von Ihnen auch vernommen, dass die Gleichwertigkeit der Ausbildung ganz klar ist. Das, was
wir in der letzten Woche in der Debatte im Schulausschuss zur Gleichwertigkeit der Lehrämter und zum Grundschullehramt gehört haben. Das war unterirdisch von der AfD, ich will das auch noch mal sagen, sondern es geht um die Gleichwertigkeit der Lehrämter durch die Anerkennung der Fragen der Arbeit der Grundschule. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist längst überfällig. Und jetzt ist es so, und deswegen ganz egal, welche Landesregierung in der Verantwortung ist oder gewesen wäre, der Regelungsbedarf ist da. Möchten Sie untereinander diskutieren? Soll ich einen Augenblick warten? Dankeschön, Dankeschön. Weil das wäre mir noch mal wichtig zu sagen, möchten Sie mir eine Frage stellen, ob ich was will? Auch nicht. Gut, dann werden wir in der weiteren Erörterung ja sicherlich dazu kommen. Aber wichtig ist, Herr Löttgen, dass Sie liefern müssen. Und dass es nicht reicht, sich einmal im Goldsaal in Dortmund dahinzusetzen und sagen, wollen wir dann schon machen. Dann muss man sehen, wann es denn kommt. Und ich erwarte nicht, ich sage das noch mal, dass über Nacht jetzt plötzlich die Welt eine andere ist. Auch Sie müssen kalkulieren, was die Finanzen gehen. Aber die Schritte, die müssen so da sein. Und wenn wir, und Sie haben gesagt, Sie möchten beste Bildung und Sie möchten die Bildungsinvestitionen hochhalten, dann muss man sagen, dass schon im jetzigen Haushalt wesentlich weniger Aufwuchs im Schulhaushalt drin ist als in den Jahren vorher. Das muss man deutlich sagen. Wie wollen Sie das Ganze denn dann eigentlich anlegen, um diese Aufgaben hinzukriegen? Wenn Sie im gleichen Tempo wie Rot-Grün investieren wollen in die Schule, dann müssen Sie mindestens das Doppelte reinbringen. Und darauf warte ich im nächsten Haushalt. Und dass sich das dann auch in den Bezügen für Kollegen und Kolleginnen schon auswirkt. Und dass Sie dann die entsprechenden Schritte auch machen. Denn Sie werden dieses Paket, was dann aufläuft, in den notwendigen, und ich sage es noch mal deutlich, Milliardensummen, dann nicht mehr im Haushalt 2020 unterbringen können. Machen Sie uns doch nichts vor. Also jetzt müssen die Schritte kommen, jetzt muss Klarheit sein. Und das erwarte ich von Ihnen, das erwarte ich vom Finanzminister, dass das auch sehr deutlich durchdekliniert wird. Und da können Sie sich nicht rausreden. So, jetzt machen wir die handwerkliche Arbeit in der Diskussion, dann auch im Gesetzentwurf. Und da werden wir Sie stellen. Da werden wir Sie stellen und das einfordern. Wie gesagt, es geht nicht, vorher alles hochjatzen, dann nicht liefern und sich mit solchen Debatten hier versuchen rauszuwinden. Und dann wollen wir mal gucken, was die FDP unter neuem Dienstrecht versteht und was die CDU unter neuem Dienstrecht versucht vielleicht unterzubringen. Ich glaube, das gibt noch spannende Diskussionen. Frau Kollegin Bär, entschuldigen Sie, es gibt den Wunsch einer Zwischenfrage vom Kollegen Ott und ich frage, ob Sie die zulassen. Aber die lasse ich doch gerne zu. Na klar. Bitte schön. Ups. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Ich wollte nur noch mal nachfragen, erinnere ich mich richtig, dass im Plenarblock vor der Bundestagswahl die Debatte zur Besoldung hier ja auch schon mal sehr intensiv geführt wurde und die Grünen da einen Antrag eingereicht hatten, der die Landesregierung beauftragen wollte, eine schrittweise Angleichung vorzulegen. Und da können Sie sich auch noch erinnern, wie CDU und FDP auf Ihren Vorschlag damals reagiert haben? Danke, Herr Kollege. Ja, ich kann mich erinnern, das ist genauso, wie Sie es jetzt gesagt haben. Wir haben schon diesen Antrag zur direkten Abstimmung gestellt. Da war die Vorlage da. Legen Sie uns bitte einen Plan vor. Gehen Sie in Schritten vor. Das ist abgelehnt worden. Wir haben danach einen Antrag, der ja auch im Schulausschuss zur Beratung gewesen ist. Auch das wird negativ beschieden. Jetzt haben wir den Gesetzentwurf hier. Und deswegen sage ich noch mal, sich das verkneifen, hinter den Baum gehen und sagen, nö, das können wir jetzt nicht machen. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Nee, Herr Löttgen, damit wir uns noch mal verstehen, leisten Sie das erstmal, den Aufwuchs über 4 Milliarden im Schulhaushalt. Das möchte ich sehen. Liefern Sie da bitte, dass das dann auch so passiert. Und da haben Sie jetzt in der ersten Etappe, im ersten Haushalt 2018, sind Sie weit unter den Dingen geblieben, die Sie hätten liefern müssen, damit Sie diese Summe im Endziel auch erreichen können. Also, Herr Löttgen, dann bin ich auf den nächsten Haushalt gespannt. Und da gehören die Besoldungsfragen rein. Nein, Sie kommen da nicht davon. Ich fand es gut, dass Sie gesagt haben, ja, wollen wir machen, aber dann wollen wir sitzen, wann, für wen und mit welchen Ausführungen innerhalb der Legislatur. Aber die Baustellen sind viele. Das noch mal deutlich zu machen, das ist die Besoldung für die Grundschullehrkräfte. Das ist die Frage von Laufbahnen, die gehört mit dazu. Da gehört die Frage, da gehört auch die Frage von Entlastung dazu. Wie sieht es aus mit der Frage von Schulleitungsassistenzen in diesem Gesamttableau? Da sind noch viele Dinge, die wir miteinander besprechen müssen, Herr Löttgen. Und wie gesagt, mit so einer leichten Nummer wie heute, habt ihr alles so nicht gemacht und jetzt schieben wir es raus. Damit kommen Sie nicht davon. Wir werden Sie auf jeden Fall immer wieder stellen.